Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Dialogs mit Helga Zeppler-Rusch heute am 24. März 2022. Gerade vor wenigen Tagen hat das Hausblatt der Transatlantica Foreign Affairs geschrieben, dass die Krise in der Ukraine sehr schnell schiefgehen kann und viel schlimmer werden kann und dass der Westen sich jetzt sozusagen, also deeskalierend einmischen sollte und nicht weiter eskalieren. Sieht aber etwas anders aus. Im Moment versammeln sich in Brüssel, im NATO-Hauptquartier, bei der G7 und überall die ganzen bekannten Nasen und wollen die Konfrontation offensichtlich dramatisch vorantreiben. Deswegen, Helga, die erste Frage: Wie ist die aktuelle Chronologie dieser Eskalation? Was machen die Leute da in Brüssel und in anderen Städten Europas? Ja, die wollen ganz offensichtlich die Voraussetzungen für eine klare Eskalation, weitere Truppen an die Ostgrenze der von Russland zu schicken. Die Vorbereitung dafür war gestern eine Erklärung vom State Department, also Blinken, dass Russland angeblich Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht. Und diese Erklärung sagte dann ja, dass jetzt das gesamte Instrumentarium eingesetzt werden kann, um das zu ahnden, einschließlich legaler Verfolgung, also Anklagen und Ähnlichem. Aber natürlich, wenn man so eine Anschuldigung macht, dann ist das natürlich die Rechtfertigung für alles Mögliche. Und das war natürlich die Vorlage, die offensichtlich gebraucht wurde, damit heute dann die NATO eine ähnliche Erklärung veröffentlicht hat, dass also Russland Kriegsverbrechen begeht. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, weil natürlich, das wird behauptet, aber es gibt natürlich auch andere Stimmen, die genau das Gegenteil berichten. Es gibt also mehrere Autoren, die sagen, dass Russland im Gegenteil nicht eine Politik von Schrecklichkeit verfolgt hat, im Englischen Shock and Awe, sondern ganz gezielt nur militärische Ziele angegriffen hat und natürlich da, wo sie Vertreter der Azov-Bataillen, also der Brigade, vermuten oder lokalisiert hatten. Es gibt also einen Artikel in Newsweek von einem Analysten namens William Arkin, der interessanterweise den Punkt macht, dass in den 24 Tagen zwischen dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem Punkt, wo er diesen Artikel geschrieben hat, weniger Waffen durch Russland zum Einsatz kamen als auf der Seite der USA in einem einzigen Tag im Irak. Ich erinnere mich nicht, dass dieselben Medien damals ähnlich von Kriegsverbrechen sich empört hätten. Und natürlich, wenn man dagegen hält, die ganzen anderen Kriege, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen. Also ich will das nur noch mal in Erinnerung rufen, dass die Sache eben nicht so ist, wie die westlichen Medien das darstellen. Und selbst der gemäßigte oder zum Establishment gehörende Professor Mersheimer von der Universität von Chicago, der ja ein hohes Ansehen hat, also keineswegs ein Kommunistenfreund ist, der sagt, dass also die Schuld für die Krise in der Ukraine ausschließlich beim Westen liegt und da vor allen Dingen bei den USA, dass wenn man sich um eine Lösung jetzt dieser Krise bemühen wollte, was offensichtlich nicht der Fall ist, aber wenn man das tun wollte, dann müsste man auf die Gründe schauen, warum es zu dieser Krise gekommen ist. Und die liegt eben in den 30 Jahren der Politik der Ostausweitung der NATO bis zu dem Punkt, wo Putin im letzten Herbst wiederholt gesagt hat, er hat keinen Punkt, an den er noch zurückweichen kann. Und er hat ja dann die Sicherheitsgarantien verlangt, die ihm einfach verweigert wurden. Da wurde also nicht mal eine ernsthafte Antwort drauf gegeben. Und deshalb ist also die ganze Berichterstattung wirklich extrem ideologisch geprägt. Und man muss wirklich sagen, die Intention ist
dubios, weil also der Medvedev hat auf den Punkt hingewiesen. Medvedev ist der frühere Premierminister und ist jetzt der stellvertretende Vorsitzende vom Sicherheitsrat Russlands. Der hat also darauf hingewiesen, hat gesagt, was ist das Resultat, wenn Putin durch innere Unruhen oder Aufstände beseitigt würde und die größte Atommacht der Welt in viele Teile zerfallen würde, die Atomwaffen in viele Hände geraten würden, die aber nach wie vor mit also der Zielrichtung Europa und USA ausgerichtet sind, und dann weiter die Eskalation gegen China weiterginge und es dann zu einem totalen Kollaps der Weltwirtschaft kommen würde. Und dann käme es zum großen nuklearen Bang, sagte also zum großen Nuklearkrieg. Oder sagte, ich gratuliere den großartigen Strategen in Washington, dass sie also mit solch brillanten Ideen kommen. Und dass das eigentlich das Ziel des Ganzen ist, Regime-Change, Putin weg, gegenwärtige Regierung in China weg. Das war ja auch der Artikel The Longer Telecom im Atlantic Council vor ein paar Monaten. Dass das so ist, wurde jetzt ganz nebenbei vom stellvertretenden Außenminister von Griechenland, Vivitsiotis, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gesagt. Er sagte, ja, das Ziel ist, durch die Sanktionen eine Politik von Unruhen in Russland zu erzeugen, mit dem Ziel, dass dann der Putin gestürzt wird, mit genau dem Effekt, worauf Medvedev hingewiesen hat. Also das ist das, worum es geht, und das ist keine kluge Politik. Das ist nicht im Interesse von Deutschland oder von Europa oder irgendjemand, weil es kann nur im Desaster enden. Natürlich betreibt der Westen auch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Russland muss natürlich sich verteidigen, schaltet im Moment auf eine quasi Kriegswirtschaft, Selbstversorgungswirtschaft um. Und in dem Zusammenhang hat sich immer wieder eine Stimme gemeldet. Das ist sozusagen der Makroökonom der Kommission der Eurasischen Wirtschaftsunion, Sergei Glasiev. Er sagte, man kann sozusagen auch das als Gelegenheit nutzen, die Goldreserven Russlands, die ja beträchtlich sind, zu nutzen, um eine neue Währung herauszugeben. Vielleicht kannst du auf diesen Aspekt mal eingehen, inwiefern das wirtschaftlich Folgen hat der Blockbildung oder der Abkopplung. Naja, dass die Absicht ist, das wurde also jetzt auch nochmal von Martin Wolf in der Financial Times, Commander of the British Empire im Übrigen, dargestellt. Er sagt, das Ziel ist die totale Abkopplung von Russland und China. Das kann dazu kommen, das ist auf dem besten Weg dazu, aber ob das jetzt so im Interesse des Westens ist, sei mal dahingestellt, weil Glasiev hat gesagt, dass die Umstellung der russischen Wirtschaft auf physische Produktion, auf auch die Abwehr von Kapitalflucht und überhaupt Maßnahmen, die in gewisser Weise die Rolle des Staates bei der Definition der wirtschaftlichen Zielsetzung wieder betont. Das ist im Grunde das chinesische Modell. Der Glasiev hat ja auch schon vor Jahren ein Buch geschrieben, wo er vorgeschlagen hat, dass Russland eigentlich das Modell von China übernehmen sollte. Und das ist ja schon bereits im Gang. Also es sind ja mehr und mehr als Reaktion auf die Sanktionen bleibt Russland praktisch gar nichts anderes übrig, als das, was bisher an Handel mit dem Westen war, wird dann halt auf Asien orientiert. Und Glasiev sagt also auch, dass die Zukunft ist Südostasien. Was er damit meint, ist eben die Wirtschaft von China, von Indien, aber auch Japan, Indochina, Korea. Und dass da sowieso das Momentum der Weltwirtschaft existiert. Und da liegt die Zukunft. Und das würde also inzwischen längst die wirtschaftliche Kraft der USA oder auch Europas überholt haben. Das heißt, es wird mit Sicherheit eine gewisse
Härtephase geben, aber da eben alle diese Industrien oder alle diese Länder auf eine Betonung der physischen Ökonomie orientiert sind, wie es in der Seidenstraßeninitiative zum Beispiel zum Ausdruck kommt, Infrastruktur, Armutbekämpfung. Deshalb denke ich, dass das eigentlich das erfolgreichere Modell sein wird. Und Putin hat ja jetzt auf die Sanktionen unter anderem damit reagiert und das, die Konfiszierung von über 300 Milliarden Kapital in die in westlichen Zentralbanken gehalten wurden, indem er sagt, jetzt müssen alle Gas- und Ölexporte bzw. Importe von der Seite der Europäer in Rubel bezahlt werden. Das heißt, da sie wahrscheinlich nicht so viele Rubel haben, müssen sie dann Rubel kaufen und dafür müssen sie dann natürlich die Dollar und Euros einsetzen, die von den Zentralbanken da gehalten werden. Also mit anderen Worten, es ist eine, man muss mal sehen, also der Westen ist jetzt wirklich, vor allen Dingen Deutschland natürlich, in einer wirklichen Petrouille, weil selbst Habeck hat ja nun auch festgestellt, dass so einfach ist es eben nicht, weil wir halt diese relativ große Abhängigkeit haben vom russischen Öl und vor allen Dingen Gas. Also das wird sehr interessant. Insgesamt denke ich, dass diese ganze Idee von Wirtschaftskrieg dem Westen ins eigene Fleisch schneidet und wir leider auf sehr, sehr große Härten zugehen. Für die dritte Welt ist es eine absolute Katastrophe. Ein chinesischer Ökonom, Liu Shokun, der ist ein Ökonom am Chongqing Financial Institute in Beijing, der hat gerade eine sehr, sehr dramatische Aussage gemacht, dass nämlich durch die Corona-Pandemie schon 200 Milliarden Menschen in der Gefahr sind zu verhungern. Darauf hatte ja auch Beasley vom Welternährungsprogramm immer hingewiesen, dass aber jetzt durch die Sanktionen eben die Unmöglichkeit des Exports von Getreide, von Dünger, von anderen Rohstoffen insgesamt 1 Milliarde Menschen vom Hungertod akut bedroht sind. Das ist der Effekt der Sanktionspolitik. Ist das nicht eine Menschenrechtsverletzung? Also ich denke, dass da wirklich ein anderer Maßstab her muss. Und man soll das mal vergleichen, dass der Effekt der Politik der Sanktionen 1 Milliarde Menschen in Lebensgefahr bringt. Im Kontrast dazu, dass China 850 Millionen Menschen aus der extremen Armut befreit hat. Also da sieht man den Unterschied in der Intention der Politik, glaube ich, deutlicher als bei irgendetwas anderem. Der Westen hat Afghanistan ja völlig im Stich gelassen und ist jetzt vollkommen betriebsblind, was die Folgen seiner Geopolitik der letzten 30 Jahre angeht. Aber das sind ja nicht alle Länder. Es fand ja jetzt in Islamabad eine große Konferenz statt mit Teilnehmern aus, ich glaube, über 700 Teilnehmern aus über 50 Ländern, muslimische Länder, die ja zusammengeschlossen sind zu einer Kooperationspartnerschaft. Und das war doch sehr interessant, weil da ging es natürlich um die Entwicklung Afghanistans, aber noch viel mehr, auch viele weltpolitische Fragen. Das hatte einen historischen Präzedenzfall, weil der chinesische Außenminister dort gesprochen hat. Was weißt du darüber? Ja, das war sehr interessant. Imran Khan, der pakistanische Premierminister, hat also aufgerufen, dass die OIC, die Organisation für Islamische Kooperation, mit China gemeinsam versuchen sollte, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln und sich eben nicht auf die eine oder andere Seite da rüberziehen lassen soll, sondern dass sie da eine Neutralität und Vermittlerrolle behalten sollten. Das ist also sehr, sehr wichtig, weil also die USA versuchen ja durch die Allianz der Demokratien, so genannt, alle Länder irgendwie unter Druck zu setzen, da sich dem Westen zuzuordnen, aber das funktioniert nicht. Also weder Pakistan noch Indien. Indien hat also sich geweigert,
in den UN-Sicherheitsrat gegen Russland zu stimmen. Ganz viele afrikanische Staaten gleichfalls, andere Länder der Dritten Welt. Also da ist im Grunde ein Prozess sichtbar, wo eben viele Länder, gerade so aus der blockfreien Bewegung, also aus dieser Tradition, sich wirklich nicht in diese Konfrontation einbeziehen lassen. Und Wang Yi ist, nachdem er in Islamabad gesprochen hat und sich auch mit Imran Khan getroffen hat, nach Kabul gefahren und ist heute, glaube ich, in Indien. Also das sind sehr interessante Entwicklungen im Gang und das gibt mir große Hoffnung, dass mein Projekt mit Operation Ibn Sina, dass man also ein Gesundheitssystem im Afghanistan baut und überhaupt die Rekonstruktion der Wirtschaft in Afghanistan auf die Tagesordnung setzt und dafür eben das Bild von Ibn Sina, diesem großartigen Denker von vor 1000 Jahren, zum Symbol macht für eine Änderung der Politik und eine neue Zukunft für Afghanistan. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass diese Politik auf einem guten Weg ist. Vor allen Dingen, weil Wang Yi ja auch bei seiner Rede versprochen hat, dass China über die Belt and Road Initiative $400 Milliarden investieren wird in 600 Entwicklungsprojekte. Wenn man das mal kontrastiert mit dem, was jetzt gerade zum Beispiel Victoria Nuland, als sie in Indien war, versprochen hat, nämlich gar nichts, außer ihr müsst irgendwie bei uns sein und gegen China opponieren und Russland verdammen. Also insofern muss man dir vollkommen recht geben, damit ist sie nicht durchgekommen. Der Westen hätte nicht auf Brzezinski hören sollen, damit hat Lavrov recht gehabt bei einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen, sondern hätte eigentlich 1983 eine strategischen Paradigmenwandel vollziehen sollen. Es gab die Chancen dazu, verstorbener Ehemann Lyndon LaRouche war als Delegationsunterhändler sehr eng darin involviert. Es geht um die SDI, Strategic Defense Initiative. Davon hat vielleicht jeder schon mal gehört, aber die meisten Leute haben davon überhaupt gar keine Ahnung. Und vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben über den Kontext von damals und welche Bedeutung das für heute hat. Es war ja immerhin gestern vor 39 Jahren, als Ronald Reagan die SDI öffentlich bekannt gemacht hat. Ja, die Medien haben damals von Krieg der Sterne geredet, was natürlich vollkommener Unsinn war, weil es war ein großartiger Versuch, die Blöcke abzuschaffen. Also um nochmal die Zeit kurz in Erinnerung zu rufen, ab den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war ja die Kriegsgefahr in vielen Menschen bewusst. Also die beiden Raketensysteme SS-20 und Pershing 2, die standen mit nur 5 Minuten Warnzeit gegenüber in Europa, Warschauer Pakt und NATO. Und damals war also die Gefahr, dass das zu einer zufälligen oder versehentlichen Lancierung von Atomwaffen hätte kommen können, sehr bewusst, weil diese Waffensysteme waren immer in einem Alarmzustand, eben wegen dieser kurzen Warnzeit. Damals hat sogar Helmut Schmidt oft davon gesprochen, dass wir am Rand des Dritten Weltkrieges waren. Er hat vor allen Dingen Brzezinski damals dafür verantwortlich gemacht. Und damals gab es eine riesen Friedensbewegung. Hunderttausende von Menschen waren auf der Straße wegen dieser Gefahr. Und da hat mein Ehemann eben ein Konzept entwickelt, wie man Atomwaffen durch moderne Technologien obsolet machen kann. Und zwar war das ein Vorschlag, den er entwickelt hat. Den haben wir damals auf vielen Konferenzen vorgestellt, in Rom, in Paris, in Bonn damals. Die halbe Harthöhe war damals bei Konferenzen zugegen, also als Teilnehmer. Weil die Gefahr, dass es eben zu einem versehentlichen oder ja halbwegs versehentlichen Atomkrieg hätte kommen können, war allen bewusst. Und diese Idee, dass beide Supermächte, die mein Mann vorgeschlagen hat, beide Supermächte gemeinsam diese neuen Technologien entwickeln, und das hatte also 4 Phasen. Die erste
erste Phase war in der sogenannten Boost Phase, also wenn die Raketen nach der Lancierung noch relativ langsam sind. Dann zwei weitere Systeme, die im Weltall stationiert waren, und dann nochmal eine Point Defense System. Also es hätte im Grunde durch eine gemeinsame Entwicklung und eine gemeinsame Anwendung dieser defensiven Waffen die Atomwaffen obsolet machen können. Und ja, und die Idee war eben, dass man dann diese neuen Technologien, Laserwaffen und ähnliche Lasertechnologien, in der zivilen Wirtschaft einsetzt, um eine gewaltige Produktivitätssteigerung zu bekommen. Reagan hat damals der Sowjetunion angeboten, westliche Hilfe bei der Anwendung dieser Prinzipien in der zivilen Wirtschaft. Das hätte dazu geführt, dass eine enorme Produktivitätssteigerung sowohl im Westen als auch in der Sowjetunion die Folge gewesen wäre. Und es war die Idee, dass man dann gemeinsam einen absolut massiven Technologietransfer in die dritte Welt macht, in die Entwicklungsländer, die dann aufgehört hätten, Stellvertreterkriege für die beiden Blöcke zu machen. Man hätte die Blöcke auflösen können, man wäre zu einer Kooperation gekommen für eine friedliche Entwicklung. Und das haben wir damals ein ganzes Jahr mit Vertretern der Sowjetunion diskutiert. Im Februar 1983 kam dann die Antwort aus Moskau, dass sie nicht dafür sind, weil es dem Westen angeblich mehr Vorteile bringen würde als der Sowjetunion, was nicht stimmte. Es war nur nicht in der Intention des Orgakow-Plans, diese Richtung einzuschlagen. Präsident Reagan hat diesen Vorschlag dann nochmal 8 Monate später in einem offenen Brief an die Sowjetunion wiederholt. Und als dann die Sowjetunion das endgültig abgelehnt hat, hat mein Ehemann damals eine Prognose gemacht und hat gesagt, also wenn die Sowjetunion bei ihrer Ablehnung bleibt, dann wird sie in 5 Jahren untergehen, weil die ganze Konzentration auf Militärsysteme und KGB und Sicherheitssysteme eben einfach unproduktiv waren, also eine Form der Zerstörung von wirtschaftlichen produktiven Kapazitäten letztlich dargestellt hat. Und so ist es ja auch gekommen. Also mein Mann war eigentlich der Einzige, der 5 Jahre vorher den Untergang der Sowjetunion prognostiziert hat. Es war aber ein absolut visionärer Vorschlag, die Blöcke aufzulösen. Und das ist eigentlich das, was heute nach wie vor die Idee ist. Wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur, die Interessen aller Staaten auf diesem Planeten repräsentiert, weil sonst gibt es keine Friedenslösung. Also die Idee, dass die Welt immer in geopolitisch getrennten Blöcken gegeneinander operiert, ist eine Idee, deren Zeit abgelaufen ist. Und wir brauchen jetzt ein neues Denken, wie kommen wir zu einer Friedensordnung, wo eben diese scheinbare Konfrontation abgelöst wird durch eine Kooperation. Vielleicht können wir noch daran anschließend erwähnen, die Petition, die ja über das Schiller-Institut international verbreitet wird und schon über 130 also prominente Repräsentanten öffentlich unterschrieben haben, aber es gibt natürlich Tausende im Hintergrund. Die werden wir auch unter das Video posten, weil Sie sollten die mit unterschreiben. Und vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, weil da sind genau die Wurzeln des eigentlichen Problems beschrieben, wo ja selbst jetzt im Zuge der ganzen Preisinflation viele sagen, das hat ja eigentlich mit der physischen realen Wirtschaft nicht viel zu tun. Also die Gas- und Ölpreise sind ja nicht so explodiert, dass an der Tankstelle plötzlich die Preise sich verdoppeln, sondern wie sogar Heiner Flassbeck sagte, der Chefökonom ehemaliger Chefökonom einer UN-Organisation, das ist überwiegend Spekulation. Also diese Petition und dann natürlich plant das Schiller-Institut am 9. April eine sehr wichtige internationale Konferenz, zu der wir natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hiermit herzlich einladen. Naja, worum es bei der Petition geht, ist eben der Aufruf für eine solche neue internationale Sicherheitsarchitektur und ein neues Paradigma in den internationalen Beziehungen.
Das richtet sich eigentlich an alle Kräfte weltweit, die einsehen, dass wir von dieser geopolitischen Konfrontation dringend weg müssen und die Prinzipien, die, wie sie sich aus dem Westfälischen Frieden entwickelt haben, die UN-Charta, die Prinzipien der Bandung-Konferenz, die 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz, dass das die Basis ist, auf der man eine neue Kooperation aller Staaten dieser Welt definieren muss. Und das ist eine Idee, deren Zeit ist gekommen. Also einige Leute sagen zwar, es ist zu früh, man muss erst das Tal der Tränen noch weiter durchschreiten, bevor die Leute aufwachen. Ich habe gesagt, wir haben dafür keine Zeit. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, die USA haben zwar ihre Nuklearposture, also ihre Nukleardoktrin noch nicht geändert, aber es ist eine Möglichkeit, die er auch jetzt in der NATO diskutieren will mit den europäischen Verbündeten. Das sollte eigentlich die Leute wirklich wecken, aufwecken, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Deshalb haben wir diesen Aufruf gestartet. Den haben inzwischen, ich glaube, über 4000 Leute unterschrieben. Etwa 200, also ist schon ein bisschen besser, als du gesagt hast, Stefan, 200 institutionelle Personen. Und wir werden also am 9. April eine ganz wichtige Kombination von diesen Kräften haben, die an dieser Konferenz teilnehmen und sprechen werden. Und das wird also ein Versuch sein, wirklich eine andere Politik auf die Tagesordnung zu setzen. Und die Resonanz ist riesig. Also sie ist vor allen Dingen sehr, sehr gut in den Ländern, die nicht in diesen Konflikt reingezogen werden kann. Und natürlich auch bei denkenden Menschen in Europa und Amerika, die eben gleichermaßen sehen, dass der Weg, der jetzt beschritten wird, nur im Desaster enden kann. Also deshalb registrieren Sie sich für diese Konferenz, helfen Sie, die Existenz dieser Konferenz und dieser Petition möglichst weit in Ihrem Bekanntenkreis zu verbreiten und Menschen dafür zu organisieren, daran teilzunehmen, weil das ist eigentlich dringend notwendig, dass wir nicht auf einem Blindflug in die Katastrophe rasen. Ja, das Prinzip, auf dem die Außenpolitik des neuen Paradigmas fußen soll, ist ja der Westfälische Friede. Vielleicht können wir zum Abschluss unseres Dialogs auf diesen Aspekt nochmal eingehen. Du sagst, das ist genau das Gegenmodell zur Geopolitik. Und offensichtlich sind bestimmte Machtzentren des Westens nicht bereit, diese Geopolitik aufzugeben. Denn gerade hat zum Beispiel Hausblatt der City of London Corporation, The Economist, vorgeschlagen, dass man sich doch nochmal die alten geopolitischen Originalschriften von Halford Mackinder oder dem Holländer Nicolas Spickmann anschauen sollte, um vielleicht die strategische Wichtigkeit der Aktivitäten des Westens in der Ukraine zu begreifen? Naja, also das Vorbild ist in der Tat der Westfälische Frieden. Der ist ja dadurch zustande gekommen, dass nach 150 Jahren Religionskrieg in Europa, wovon der 30-jährige Krieg dann der Höhepunkt war, alle beteiligten Kräfte zu dem Schluss gekommen waren, dass wenn sie diesen Krieg fortsetzen, dass dann niemand mehr übrig bleibt, der sich über den Sieg freuen kann, weil damals schon über ein Drittel von allem zerstört war. Ein Drittel der Menschen, der Dörfer, der Landwirtschaft, einfach alles. Und dann haben 4 Jahre lang die Vertreter der Kriegsparteien sich zusammengesetzt und haben dann eben den Vertrag des Westfälischen Friedens ausgearbeitet, der Beginn war des internationalen Völkerrechts. Die Prinzipien waren extrem wichtig. Es war das erste Mal, dass sowas legal gültig und bindend formuliert wurde. Erstens, dass um des Friedens willen das Interesse des anderen berücksichtigt werden muss. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das hat im Versailler Vertrag zum Beispiel gefehlt. Deshalb war der Versailler Vertrag natürlich dann auch nur der Schritt zum Zweiten Weltkrieg. Das zweite Prinzip war, dass um des Friedens willen
alle Verbrechen, die von der einen oder anderen Seite begangen worden sind, und im Krieg werden immer Verbrechen begangen, die vergessen werden sollen. Und stattdessen das Prinzip Agape die Basis der Außenpolitik sein soll. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil Agape heißt eigentlich Liebe. Das heißt eigentlich, dass man ja aus Menschenliebe etwas für den anderen tut. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil Geopolitik basiert auf der rücksichtslosen Durchsetzung der eigenen Interessen und natürlich in Realität immer nur der Interessen von privilegierten Minderheiten. Also es gibt ja nicht nur in Russland Oligarchen. Also irgendjemand hat neulich gesagt, ein Oligarch ist jemand, sobald er mehr als 1 Milliarde Privatvermögen hat. Also ich weiß nicht, wie viele Milliardäre wir im Westen haben. Also haben wir auch Oligarchen, die ganze City of London, die Wall Street Journal, Silicon Valley, da sitzen ganz viele Oligarchen und die sind natürlich auch, was hinter Mickey Matt, das wird von Ray McGovern so ganz treffend bezeichnet, das ist der militärisch-industrielle Komplex, der Kongress, die Denkfabriken, die Medien, die Akademiker und das heißt die Leute, die eigentlich dieses System nutznießend verteidigen und das natürlich auf Kosten von dieser 1 Milliarde Menschen, die da jetzt verhungern oder drohen zu verhungern, wenn die Politik nicht geändert wird. Also jedenfalls ist dieser Westfälische Friede ein sehr gutes Vorbild, weil wir jetzt eine neue Sicherheitsarchitektur brauchen, die auf der gemeinsamen wirtschaftlichen Entwicklung aller Nationen dieser Welt beruht und auch auf der Idee der Liebe. Und natürlich werden die NATO-Generäle jetzt vor Schreck umfallen, werden sie nicht, aber sie werden, also sind natürlich unempfänglich für solche Ideen. Aber ich denke mal, die Idee, dass wir ein anderes Prinzip in die Politik einbringen müssen, eben tatsächlich die Entwicklung aller Menschen auf diesem Planeten zu ermöglichen, das kann man auch mit Liebe bezeichnen oder Menschenliebe. Und alle großen Denker der Vergangenheit waren immer von einer absolut zärtlichen Liebe zur Menschheit erfüllt. Und das ist etwas, was wir wieder brauchen, weil ohne das werden wir aus dieser Krise nicht rauskommen. Ja, wir sind am Ende unseres dieswöchigen Dialogs angekommen. Das heißt, was Sie tun können, liebe Zuschauer, ist, den Dialog weiter zu verbreiten. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal, unseren Telegram-Kanal, weil da kriegen Sie tägliche Nachrichten. Die Lage ist ja nun mal, die ändert sich ja nun mal stündlich. Dann, wie gesagt, unterschreiben Sie die Petition. Den Link finden Sie hier und registrieren Sie sich für die Konferenz am 9. April. Das war's für diese Woche und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Helga. Wir sehen uns dann zum nächsten Dialog. Aller Wahrscheinlichkeit nach nächste Woche. Okay, machen Sie es gut. Hallo, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockenzeichen zu aktivieren.